wollte endlich mal ein Video zum Thema Atmen machen. Das ist was, was in meinem Leben seit 7 Jahren eine ziemlich große Rolle spielt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es gab ein Leben vor und nach Atemübungen. So eine große Rolle hatte das. Eigentlich so wirklich, wirklich zufrieden im Leben. Das habe ich erst geschafft, nachdem ich eine Weile mit Atmung experimentiert habe. Als ich dann herausgefunden hatte, dass ich viel zu wenig tief atme. Ich wollte noch mehr zur Atmung erzählen. Atmung ist mir ziemlich wichtig. Nicht so was Unwichtiges wie Ernährung oder Schlaf, was immer nur ein Teil der Zeit stattfindet. Weil Atmung, das findet ja nonstop statt. Ich atme ja die ganze Zeit, ohne Pause. Das heißt, eigentlich vom Moment meiner Geburt bis zum Tod ist ja Atmen immer ein konstanter Begleiter. Und ich glaube, allein deswegen, weil das eben so ein, wenn ich sage, einen großen Teil, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn, weil es findet ja immer statt. Es ist ja ein ständiger Begleiter, die Atmung. Und ich glaube, allein deswegen lohnt sich das, bei der Atmung Mühe zu machen. Dass ich mich gut drum kümmere, dass ich mir Mühe gebe, die ganze Zeit gut zu atmen. Was mich noch an der Atmung fasziniert, ist, es kann automatisch oder es kann manuell stattfinden. Das heißt, wenn ich mich gar nicht drum kümmere, wenn ich gestresst bin oder wenn ich irgendwie im Wald bin und ein wildes Tier greift mich an oder so, dann passiert das alles automatisch. Dann brauche ich mich nicht drum kümmern. Dann plane ich nicht meine Ein- und Ausatemzüge. Aber wenn gerade kein Stress ist und ich entspannt bin, ist doch schön, dass ich mir da Mühe geben kann und mit meiner manuellen Atmung eigentlich so ein bisschen meine Physiologie beeinflusse. Wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht habe ich ja auch ein ganz komisches Bild davon. Was ich auch noch interessant finde bei dem manuellen Atmen, ich kann langsam atmen und dann fühle ich mich besser und entspannter. Oder ich kann schnell atmen und dann fühle ich mich gestresst und unwohl. Das heißt, zu einem großen Teil liegt es in meiner Hand. Ich bilde mir eh ein, ich kann damit so viel beeinflussen. So, Atmung und Psyche, das beeinflusst sich alles gegenseitig und ich kann nicht wirklich sagen, was zuerst kommt. Ich kann nicht sagen, ich fühle mich jetzt wohl und entspannt und deswegen atme ich tief. Oder ich kann nicht sagen, ich atme tief und deswegen fühle ich mich wohl und entspannt. Ich weiß nicht, ob das eine vom anderen abhängt oder das eine das andere erzeugt. Vielleicht haben beide dieselbe Quelle und ich mache mir irgendwie was vor. Ich weiß nur, ich habe gehört von einem Doktor, von dem ich in letzter Zeit viel mir angucke, Dr. Weil. Und der hat gesagt, wenn ich einen großen emotionalen Stress habe, dann kann ich mir nicht einreden, so, mach jetzt, dass es dir wieder gut geht, entspann dich. Das klappt nicht. Aber er sagt, was eben klappt, ist, dass ich mir jetzt vornehme, okay, ich atme jetzt ganz tief und entspannt und regelmäßig. Und dass dann eben so negative Emotionen dadurch verfliegen. Das ist was, was ich über die Meditationsschiene mache, was ich mir aber vorstellen kann, was sehr gut funktioniert, wenn ich nicht meditiere, dass ich mit so einer simplen Atemübung, dass ich dadurch negative Emotionen auflösen kann. Da will ich nur sagen, es ist mir ein wichtiges Thema und ich dokter viel dran rum und ich möchte jetzt ein paar mehr Atemvideos machen. Mal sehen, wie das läuft.